Meine sehr verehrten Studierenden, ich bin Professor Thomas Sören von der Universität Münster. Heute möchte ich mich an Sie wenden mit einem Video, das ich dringend mit Ihnen teilen möchte. Seit Jahren schon ist YouTube ein elementarer Bestandteil meines hybriden Lehrkonzeptes. Ich zeichne meine Vorlesungen auf und stelle sie auf YouTube. Dies hat für alle Vorteile. Sie als meine Studenten können die Vorlesungen in ihrem eigenen Tempo ansehen und auch sinnvoll nacharbeiten, während ich meine Inhalte auch Interessierten außerhalb der Universität zugänglich machen kann. Doch nun ist es Zeit, YouTube den Kampf zu erklären. Der Grund, die Werbepraxis von YouTube. Seit einiger Zeit schon behält sich YouTube das Recht vor, eigenständig Inhalte sämtlicher Kanäle zu monetarisieren, also Werbung vor oder und in den Videos zu zeigen. Dies gilt selbst dann, wenn ein Kanal nicht für das Monetarisierungsprogramm von YouTube in Frage kommt oder es sich um nicht kommerzielle Beiträge wie zum Beispiel einer Hochschule handelt. Für Sie als Studierende und für mich als Dozenten bedeutet das, dass wir Unmengen an Werbung vor und in den Videos erdulden müssen, selbst wenn ich als Kanalinhaber strikt dagegen bin. Gekrönt wird diese Unverschämtheit dadurch, dass ich als Kanalinhaber nicht einmal an den Werbeeinnahmen partizipiere. Sie gehen zu 100% an YouTube bzw. Google. Allerdings konnte man die Werbung bislang mittels eines Adblockers relativ einfach blockieren. Doch nun wehrt sich YouTube neuerdings stark gegen diese Praxis und geht aktiv gegen Adblocker und deren Nutzer vor. Für mich ist das klar eine Unverschämtheit. YouTube hat sich inzwischen zum Monopolisten entwickelt und nutzt diese Marktmacht schamlos aus, um so viel Geld wie möglich aus den Nutzern herauszupressen. Obwohl es gerade diese Nutzer waren, die die Plattform überhaupt erst zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Dabei kann und will ich nicht länger uneingeschränkt mitmachen. Ich will nicht länger mit ansehen, wie YouTube meine Studierenden dauerhaft zum Geldverdienen ausnutzt und übermäßig mit Werbung beschallt, obwohl ich durch meine Inhalte Nutzer auf die Plattform hole, die dann auch kommerzielle Inhalte anderer Content Creators konsumieren. Allein letztes Jahr haben YouTube-Nutzer über 7 Stunden auf meinem Kanal verbracht, doch nun soll ich nicht einmal auswählen können, welche Art von Werbung YouTube zeigt. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, meine Videos künftig auch anders für Sie anzubieten. Daher möchte ich Ihnen ganz kurz eine andere Plattform vorstellen, die werbefrei nutzbar ist und bei der auch die Werbetracker von YouTube das Nutzerverhalten nicht tracken können. Diese Alternative heißt InVideos. Dabei handelt es sich um eine alternative Benutzeroberfläche. InVideos lädt die Videos von den YouTube-Servern und zeigt die Inhalte ein, ohne dabei aber Werbung oder Tracker von Google zu laden. Als Open-Source-Software setzt InVideos auf fremde Instanzen, die den Dienst hosten, und eine davon möchte ich künftig nutzen. Für Sie ändert sich wenig. Die Links, die Sie künftig von mir erhalten, oder die ich teile, führen zu InVideos. Da InVideos lediglich auf Google zugreift, werden die Inhalte dort auch weiterhin wie bisher verfügbar sein und es steht Ihnen selbstverständlich frei, YouTube weiter zu nutzen. Ein Link zu meiner InVideos-Kanalseite und zu InVideos allgemein ist in der Videobeschreibung aufgeführt, falls Sie künftig die Plattform selbst nutzen möchten. Sie kann dabei ganz normal wie YouTube eingesetzt werden,
inklusive Suchfunktion, lediglich wenn Sie mir einen Kommentar schreiben oder einen Link hinterlassen, müssen Sie über einen auf in Videos angezeigten Link auf den YouTube-Beitrag klicken. Ich weiß, dass diese Umstellung zunächst einmal sehr kompliziert klingt, aber über die Plattform InVideos hoffe ich, Ihnen weiterhin eine gute Lernerfahrung bieten zu können, ohne mittelbar dafür verantwortlich zu sein, dass Sie dabei dauerhaft von Werbung belästigt oder abgelenkt werden. Ich werde in den nächsten Tagen mehr Informationen über die auch für mich neue Plattform geben, sowohl per E-Mail als auch auf unserer Internetseite www.itm.nrw. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.